ich zu Hause? Verwurzelt und gut aufgehoben, wo ist meine Heimat? Das ist für viele von uns gar nicht mehr so einfach zu beantworten in einem dauermobilen, digitalisierten Leben. Wo die Heimat zu Hause ist, das wissen wir alle seit einigen Wochen in einem Ministerium in Berlin. Der Hausherr heißt Horst Seehofer. Deutschland ist ein Land mit Heimweh quer durch alle Milieus. Und über diese neue Heimatsehnsucht möchte ich heute Abend mit Ihnen hier auf dem Podium sprechen. Ich glaube, dass die Fiktion einer Heimat auch etwas Menschengemachtes ist, also ein Kunstwerk, also die Vorstellung davon, was Heimat ist. Große Dichter, Dichterinnen haben irgendwann beschlossen zu erzählen, was Heimat ist. Und das heißt nicht, das ganze Volk war sich einig, was Heimat ist, was Deutschland ist, was Europa ist heute. Wir sind uns eben nicht einig, deswegen kann ich gar nicht so abstrakt dazu was sagen. Ich kann natürlich sagen, ja, wir sind in den Debatten heute so und so, aber dann reagieren wir auf etwas Festgelegtes, was, ich bin mir sicher, eigentlich gar nicht existiert. Also egal, wie man fragt, ich habe natürlich viele Leute auch im Vorfeld zu dieser Diskussion hier gefragt, einfach ganz schnell, sag mir was zur Heimat. Keine konnte so richtig was sagen, außer Heimatministerium, Seehofer, warum? Das ist so unkonkret. Es heißt nicht, dass es dazu nichts zu sagen gibt, aber dieser Begriff ist wirklich nicht gefüllt, also schon gar nicht heute. Das finde ich auch, aber das ist nicht gegen den Begriff zu verwenden. Also Begriffe changieren und eher einen regulativen Charakter haben, also mit Projektionen aufgeladen werden, macht sie manchmal erst aus. Und das, glaube ich, ist bei Heimat auch so. Ich weiß, dass Menschen damit Schwierigkeiten haben, den Begriff zu verwenden, aus gutem Grund natürlich auch. Und ich weiß auch nicht, können wir darüber streiten, ich selbst verwende den ja eher selbstverständlich und versuche den auch sozusagen die politische Auseinandersetzung darum nicht gehen zu lassen, sondern Teil davon zu sein. Aber ich akzeptiere, dass man darüber streiten kann, aber nicht, weil der Begriff unkonkret ist. Aber gerade weil es eher ein Begriff ist, an dem sich eine gesellschaftliche Debatte entzünden kann, finde ich ihn durchaus sinnvoll oder reizvoll, darüber zu reden. Lange Rede, kurzer Sinn, ein Heimatministerium macht gar keinen Sinn. Also wenn der Begriff, sozusagen, wenn der Begriff einen Charme hat, dann genau das Unsichere, die Interpretationsmöglichkeit oder so. Aber wenn man jetzt sagt, das Heimatministerium, also der Begriff Heimat ist dann abgearbeitet, wenn das Referat 23 seine Heimatgesetzgebung abgeschlossen hat, dann hat man ja nichts verstanden eigentlich. Heimat ist ein Konzept der Romantik. So richtig groß wird der Begriff Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist schon richtig, dass in der Romantik der deutsche Heimatdiskurs neu eröffnet wurde. Und ich glaube, es ist kein Zufall, sondern weil die eben auch eine Zeit des Wandels war, des krassen Wandels war. Erstmal technisch, das war die Zeit, als die ersten Strommasten, die ersten Eisenbahnen gebaut wurden, als die Industrialisierung Deutschland voll erfasste, die Arbeitsteilung auf dem Land abgelöst wurde durch eine entfremdete Arbeit, wie Karl Marx gesagt hat, also Maschinen eingezogen haben, als Landschaftsbilder sich verändert haben, Kohle abgebaut wurde und so weiter. Und dann gab es die Fiktion von einer intakten Landschaft besungen, in Liedern oder in Gedichten beschrieben oder in Caspar David Friedrichs Gemälden gemalt, aber eben auch, und das gehört ja zusammen, eine Zeit auch von mentalen Umbrüchen. Das ist ja die Zeit der Aufklärung und fortfolgende gewesen. Und Aufklärung heißt ja, die alte Ordnung, die feudale Ordnung ist in Frage gestellt. Auf einmal wurde Gott, ich habe es ja eben schon gesagt, zu einer regulativen Idee von Immanuel Kant. Das heißt, es gibt keine göttliche Ordnung mehr, sondern erst eine Projektion, eine sinnhafte oder nicht sinnhafte Projektion der menschlichen Gesellschaft. Dass da alle durcheinander geraten sind und gesagt haben, was geht denn hier heute ab? Und was ist eigentlich, wo ist eigentlich Halt und wo ist denn meine neue Ordnung? Und dann sucht man nach Begriffen, das ist der jetzigen Zeit, glaube ich, nicht unähnlich. Ich sehe das auch so, dass es die Reaktion ist auf die digitalisierte Zeit. Also wir sind ja quasi in so einer Art Industrialisierung. Ja, genau. Unsere Welt verändert sich, wir wissen das, wir haben Angst davor, weil wir nicht wissen, was passieren wird. Die Spezies, die wir sind, scheint aufgelöst zu werden. Wir werden überflüssig, Arbeitsplätze etc. Und ich glaube, dass ein Heimatministerium ja Sinn macht. Da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, der Begriff nur, nicht, aber das Ministerium. Genau, aber ich finde nicht, dass Horst Seehofer das bleibt. Okay. Ich meine, ich habe wirklich ein komplett konkrete Vorschläge, wer da sitzen sollte.
weil, und deswegen komme ich von dem Narrativ, von dem Künstler. Raus mit den Vorschlägen. Ach so, ja, der Künstler Nejati Osiri sollte das leiten, weil er ist gerade sehr viel in der Kunstbranche unterwegs, kennt mehrere deutsche Sprachen, zum Beispiel Mittelhochdeutsch beherrscht er auch. Das ist cool. Wahnsinnig beeindruckend. Ist ein sehr guter Autor und ist sehr gut vernetzt. Und ich glaube, Leute wie Sivan Benishai, Sherman Lankov, Jens Hilje, Julia Lochte, wenn sie interessiert ist. Julia. Ich finde, ganz viele Leute aus der Kunstbranche müssten ins Heimatministerium, weil Heimat ist eine Emotion, Heimat ist ein Gefühl. Natürlich, als Ministerium klingt es erstmal wie ein Kalauer, aber ich glaube doch, dass wir viel mehr über Emotionen funktionieren. Das heißt, ich glaube, wir alle wissen, wir funktionieren eigentlich über Emotionen und stülpen unsere rationalen Erklärungen darauf, wir brauchen das. Ich meine das auch nicht negativ. Und zum Thema Regularium, es ist in Ordnung, dass wir ein Ministerium haben, wo wir sagen, wir bestimmen, was unsere Heimat ist. Aber unsere Heimat muss von der Kunst her gedacht werden und muss von der Diversität her gedacht werden. Aber wenn wir schon von Heimat sprechen, möchte ich gerne Gesichter, die ich auf der Straße sehe, und zwar nicht nur in Berlin, um Gottes Willen, ich bin viel in Deutschland unterwegs, auch in diesem Heimatministerium wiedergespiegelt sehen und auch ihre Interessen. Um dieses emotionale Gefühl von erzähl mir, wer wir sein können, diese Vision entwickeln von uns als eine Gesellschaft, eine multinationale Gesellschaft, die wir einfach sind. Dafür braucht man Leute aus der Kunst. Okay, das finde ich jetzt eine coole Definition. Also wenn es das sozusagen ist, auf das Heimatministerium oder im Theater oder wo auch immer hinausläuft, Heimat ist der Begriff oder die Vorstellung, wo wir erzählen, wer wir sein können. Dann würde ich einschlagen. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie in den letzten, ich weiß nicht, ob Ihnen diese Formel auch schon länger begegnet, die Formel des christlich-jüdischen Abendlandes. Meiner Wahrnehmung nach ist diese Formel so stark erst in die Öffentlichkeit getreten in den letzten maximal 2 Jahren. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie die Formel hören? Kann ich einen Freund zitieren? Michel Friedmann, mit dem ich ein Interview für die Zeit gegeben habe, und das ist, glaube ich, schon 4 Jahre her. Mhm. Und da wurden wir darauf angesprochen und er meinte, also Entschuldigung, wenn das, was die Christen mit uns jetzt seit Jahrtausenden gemacht haben, Freundschaft ist, dann wünsche ich den Moslems alles, nur keine Freundschaft mit den Christen. und so zugespitzt, wie Michel das halt immer formuliert, ist es mir hängen geblieben. Ich finde es schon beachtlich, was passiert, aber auch irgendwie keine große Überraschung. Da sind wir wieder bei der Abgrenzung. Warum brauchen wir immer jemanden, also das Arschloch im Schrank, warum brauchen wir immer jemanden, den wir nicht mögen? Und warum müssen jetzt die Juden dafür herhalten, was hier in diesem Land passiert? Das finde ich nicht in Ordnung. Ist nicht das Problem jetzt in der Begrifflichkeit, aber auch in den, weiß ich nicht was, Meldungen, die wir kriegen, dass Religion genutzt wird für politische Zwecke, indem eine Religion oder verschiedene Religionen kulturell übersetzt werden. Also nachher sozusagen die Gläubigkeit oder die Spiritualität oder auch meinetwegen der säkulare Umgang mit Religion macht sich daran fest, ob Kreuze irgendwo hängen. Oder es wird, also ich habe das Gefühl, im Moment erleben wir, dass Religion zu Brauchtum degradiert wird. Und über dieses Brauchtum wird dann irgendein politischer Diskurs geführt. Und ich, eigentlich die Ersten, die sich dagegen wehren müssten, sind die Menschen, die sich in ihrer Religiosität missbraucht fühlen dadurch. Das, was ihr Leben offensichtlich trägt und ausmacht, genutzt wird für Wahlkämpfe oder für einen Identitätsdiskurs. Also das finde ich, das völlig, also das, im Grunde das Schäbige daran, an diesem Verwenden von Begriffen, die dann ausgrenzend oder eingrenzend, der Islam gehört nicht zu Deutschland und so weiter, das sind ja erst, also man verballhornt sozusagen das Sakrale an Religion, indem man es in den politischen Diskurs so primitiv reinholt. Immer wenn Religion zur Politik gemacht wurde, ist man bei Kreuzzügen, Hexenverbrennungen oder der Shoah gelandet oder so. Das kann doch keiner ernsthaft betreiben.